Hallo und herzlich willkommen zu Sag's doch einfach, der Show, bei der selbst ölige Sardinen ins Stocken geraten. Diesmal haben wir uns ein ausgesprochen erfahrenes Team in die Show geholt, das da heißt Ölige Sardinen. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo, wir waren schon ein paar Mal da, freuen uns jetzt wieder hier dabei sein zu dürfen. Die beiden letzten Male haben wir versagt. Okay, dann wollen wir mal sehen, wie es heute aussieht. Wir haben wieder fiendischli Fragen zusammengestellt und theoretisch kann man 100 Punkte sammeln. Das wäre aber der absolute Best Case, sag ich mal. Realistisch sind eher so, sag ich mal, um die 20 Punkte. Und man kann sich freuen, wenn man auch nur eine Frage richtig beantwortet. So. Dann würde ich sagen, werfen wir doch mal einen Blick in Runde Nummer 1. Hier geht es darum, 4 Begriffe zu sehen und Only Connect-mäßig die Connection zu finden. Denn dieses ganze Showprinzip hier ist natürlich geklaut von Only Connect, einer britischen Fernsehshow. Falls ihr die nicht kennt, schaut euch das mal gerne auf YouTube an. So. Wir haben Kategorien zusammengestellt. Welche darf es sein für Runde Nummer 1? Ja, dann würden wir anfangen mit deutsches Einhandfingeralphabet Q. Das Q. Und wir starten rein mit folgendem Begriff. Du hast eine Minute Zeit. Was verbindet die 4 Begriffe? Los geht's. Elvis. Elvis Presley, King of Pop natürlich. King of Rock. Schön. Nächster. Dredolo. Dredolo. Hat was Pferdiges, finde ich. Elvis, Dredolo sind das Rennpferde. Nächsten nehme ich mal. Sorvolo. Sorvolo. Jetzt geht es ins Sizilianische, glaube ich, rein ein bisschen. Wir nehmen zur Sicherheit für die erste Runde nochmal den letzten nochmal, bitte. Marvoldo. Das ist was Italienisches. Elvis. Dondolo. Dann Sorvolo. Dr. Dre. Marvolio. Servo. 10 Sekunden. Fizz. Dann möchten wir lösen. Mhm. Das sind alles 4 berühmte Persönlichkeiten, die Doppelgänger hatten. Wer sind die Persönlichkeiten außer Elvis? Das ist sizilianischer Hochadel, also südlich von Palermo angesetzt. Palermo. Hm. Und ja, also einfach bekannte Sizilianer, die Doppelgänger hatten. Mhm. Gut, die Auflösung wäre gewesen, oder hilft es dir, wenn ich dir sage, das erste hat damit zu tun, dass es französisch ist, das zweite norwegisch, dann spanisch und dann türkisch. Derselbe Name auf verschiedenen Sprachen. Das ist die Lösung? Es sagt mir nichts, nein. Denn man muss natürlich, dass da I am Lord Voldemort rauskommt, immer diesen mittleren Namen in verschiedene Sprachen umstellen. Das heißt, dass im Französischen Je suis Lord Voldemort rauskommt, muss er Elvis heißen. Im Norwegischen ist es Voldemort den Store, Voldemort der Große. Dann Spanisch Soy Lord Voldemort, da muss der zweite Name Sorvolo sein, damit es geht. Und das letzte ist türkisch, Adim Lord Voldemort. Ja. In Frankreich gesagt. Ist der Zweitname von Lord Voldemort Elvis? Ja. Tom Elvis, Jésus-Dur. Mhm. Also du weißt schon wer, ne? Wir wollen das ja hier nicht allzu sehr provozieren gerade. Ja.
Mavoldo, sehr nah dran an dem englischen Marvolo wäre es, glaube ich, ne? Im englischen ich kenne das ehrlich gesagt nur mit Tom Riddle, ehrlich gesagt, dass das am Ende das heißt, ja nicht. Ich heiße Tom Riddle, aber ich weiß gar nicht. Da fehlt ja dann noch ein paar Buchstaben. Ich bin nicht so bei Harry Potter. Mhm. Okay, weiter geht's. Dann würden wir direkt weitermachen mit deutsches Einhandfingeralphabet E. Das E, wie einfach. Frage E, was verbindet die vier Begriffe? Und los geht's. Schlangenzunge stärker als Aragorn. Weiter. Ja gut, wir sind hier bei Herr der Ringe, ne? Ja. Boeing 747 sicherer als ICE. Dinge, die später korrigiert wurden, oder? Ich nehme mal noch einen. A$AP Rocky besser als Eminem. So Urban Legends, Dinge, die irgendjemand behauptet hat, die irgendwo stehen. Den letzten nehme ich nochmal, um ganz sicher zu sein. 2 Kilogramm M&Ms schwerer als Elefant. 10 Sekunden. Ja, das sind Dinge, die auf jeden Fall nicht korrekt sind. Eminem ist besser als A$AP Rocky. Und eine Antwort bitte? Das sind alles Dinge, die bei gefälschten Studien rausgekommen sind. Das 2 Kilogramm M&M schwerer sind als ein Elefant? Das wurde manipuliert von der M&M-Industrie. Man kennt das ja, dass die Firmen sich dann so Studien einkaufen. Welche Studie? War das zu Aragorn? Das hat Saruman hat das in Auftrag gegeben. Stimmt, die habe ich auch gelesen. Es wäre hier um die Passwortstärke gegangen. Du hast Schlangenzunge besser als Aragorn, weil Schlangenzunge das längere Wort ist. Dann Boeing 747, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen, besser als natürlich 3 Buchstaben ICE. Und A$AP Rocky und 2 Kilogramm M&Ms mit Sonderzeichen auch noch mit dabei. Ja, das ist, ja. Ja, das ist, ja. Jetzt sehe ich es auch. Da hätte man drauf kommen können, ja, absolut. Ja, dann würde ich sagen, Mara, ich glaube, du bist gemutet. Mara? Hast du gerade mein Mikrofonkabel durchgeschnitten, Rickon? Ich denke, ich könnte sie aus ihrer misslichen Lage befreien. Ich bin Rüdiger von HP und ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. HP bietet Ihnen an, diese Folge Sag's doch einfach zu sponsern. Was sagen Sie dazu? Das wäre schön, aber ohne Mikro wird es doch eher schwierig, jetzt was zu sagen. Falsch. Es wird einfacher als je zuvor. Das HyperX Quadcast 2S Mikrofon leuchtet im Dunkeln und natürlich bietet es vorzügliche Soundqualität mit 4 verschiedenen Aufnahmemodi. Cool. Zeig mal die Mute-Funktion. Es lässt sich nämlich kinderleicht mit einem Tippen stumm schalten. Das kann sogar ich. Wie cool bin ich denn? Mit dem HyperX Quadcast 2S kannst du das auch. Als Aufnahmen, Studioqualität, Tippen zum Stummschalten, intuitive integrierte Steuerung, Mikrofonstatus LED-Anzeige. Ja, sag's doch einfach. HyperX Quadcast 2S. Richtige Antwort. Gut, dann nehmen wir mal deutsches Einhandfingeralphabet. A. Nehmen wir A. Komm. Das A. Wie jetzt aber los. Los. Oh, das ist eine Bilderfrage. Los. Geht's. Ach du meine Güte, wer ist das denn? Nächstes bitte. Ach Gott, ist das so ein amerikanischer Präsident?
Nee. Gott, nächster bitte. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Letztes noch bitte. Euren Silbereisen. Könnten das Metalle sein? Präsident mit Metall. Eisenhower. Ja, Eisenhower. Silbereisen. Alles Metalle oder alles Eisen? Ich möchte lösen und ich sage, die haben alle einen Namen, in dem Eisen vorkommt. Das kann ich leider so nicht gelten lassen. Ah. Denn im Metalle wären es gewesen. Denn im ersten Bild zu sehen, Wolfram Grandetzka, dann natürlich Eisenhower, Goldie Horn wäre das nächste gewesen und Silbereisen. Ich dachte Eisen. Sehr nah dran, aber es haben nicht alle Eisen im Namen. Ja, die beiden Linken, muss ich leider zugestehen, die kannte ich jetzt so nicht. Die beiden Rechten kenne ich persönlich, deswegen ist es einfacher für mich. Der Wolfram, so bekannt aus Unter uns, Lindenstraße, so die Ecke, Großstadtrevier. Dann deutsches Einhandfingeralphabet. R wie richtige Antwort. So, jetzt aber. So, was verbindet die vier Begriffe? Los geht's. Zeitreise in ein Jahr vor 1976. Und 70, ist es Zurück in die Zukunft oder wurde in dem Jahr die erste Zeitmaschine erfunden? Ich nehme mal das nächste noch. Oh Gott, ist das so ein... Ärztliche Bescheinigung. Attest. Nächstes bitte. Paketbote. Und das letzte noch. Busfahrer. Das sind alles Dinge, die verboten sind in Wyoming. Das sind alles Dinge. 10 Sekunden. Papst Pius erfunden haben soll. Zeitreisen. Antwort bitte. Ich möchte lösen, das sind alles Dinge, die Michael J. Fox schon mal gemacht hat. Mhm. Du hast dich sehr von der Zeitreise aus Finde ich auch den interessantesten Begriff der vier, ehrlich gesagt. Aber gut, das bin jetzt nur ich. Da bin ich jetzt natürlich... Ja. Es geht darum, dass das, um was es geht, am 1. Januar 1976 eingeführt wurde. Das heißt, wenn du ohne Gurtpflicht fahren willst, musst du in ein Jahr vor 1976 reisen. Oder aber du hast eine ärztliche Bescheinigung, darfst ohne Gurtpflicht fahren. Oder aber du bist Paketbote oder Busfahrer, der muss sich auch nicht dringend anschnallen. Ja. Auch wenn du Bus mitfährst. Ja, ja, das stimmt. Welche ärztliche Bescheinigung braucht man denn, um der Gurtpflicht enthoben zu sein? Dass man besonders harte Knochen hat und einfach sagt, okay, nee, du kannst einen Unfall bauen? Eine Gurtallergie. Ja, okay, die alte Ausrede wieder. Ja, vielleicht, ja, weiß ich auch nicht. 76 Gurtpflicht. Mhm. Ja, also davor war Wilder Westen. Ja. Okay. Bisher leider noch kein Pünktchen abstauben können. Wir machen weiter. Mit? Gut. Dann nehmen wir jetzt mal unsere beste Kategorie. Das ist deutsches Einhandfingeralphabet X. Das X. Los. Geht's. Das ist ein Monster-Ross, ein Magic-Card-Illustration. Ja, nächstes bitte. Können die alle fliegen? Also der Drache sieht so aus, als könnte fliegen. Das Ross vielleicht auch. Nächstes bitte. Nee, der kann nicht fliegen.
Verspielter Welpe. Wird wahrscheinlich eher wenig Mana kosten, ne? Die haben nicht die gleichen Mana Kosten. Gleicher Kreaturentyp. Das sind alles Kreaturen, gleicher Angriff. Nächstes bitte, letztes. Na gut, wir haben 4 Farben. Der Welpe, der hat nicht so viel die gleichen Stats wie die anderen. Denk nicht daran, dass du der absolute MTG-Nerd bist. Denk daran, dass alle Leute das möglicherweise lösen könnten. Antwort? Naja, das sind alle Magic-Karten aus einem gleichen Set, aber ich weiß nicht, woran ich denken soll, wenn nicht an Magic. Ich weiß es nicht. Die fliegen alle, können alle fliegen. Wir haben ein Pferd, wir haben einen Drachen, wir haben einen Hund und wir haben eine Ratte. Sagt dir das was? Sind das irgendwelche Götter oder so? Die Zeichen aus dem Kalender, oder? Der chinesische Tierkreiszeichen als MTG-Kreaturen. Ja, aber da bin ich zu sehr in Magic drin. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Kann ich nicht drauf achten. Pferd auch. Krass. Mhm. Ja. Was bist du für ein chinesisches Tierkreiszeichen? Oh, das weiß ich. Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Eine Ziege. Dann haben wir uns das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Natürlich deutsches Einhandfingeralphabet S. So. Das S. So, mal schauen, ob wir hier noch ein Pünktchen kriegen in Runde Nummer 1. Zack. Was verbindet die 4 Begriffe? Los geht's. Feuerwanze. Feuerwanze, haben wir alle Elemente. Feuerwanze, gibt es das überhaupt nicht? Ich will mal nehmen auch das nächste. Nutella. Nutella isst man mit Butter. Ich nehme noch das nächste, bitte. Albanien. Das gut, Albanien war jetzt offensichtlich. Feuerwanze. Und eins noch? Nehmen wir noch eins noch. Wir nehmen einen noch. Überholverbot. Kommt alles aus Italien? In Albanien ja auch. Albanien! Und ich bräuchte eine Antwort. Ja, alles natürlich 1982 erfunden. Hast du das Nutella-Logo vor Augen? Weiß, rot, schwarz, so ein Buchstabe ist rot oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Weißt du, wie eine Feuerwanze aussieht? Rot wahrscheinlich. Ja, was noch? Alles rot, schwarz. Mhm. Die albanische Flagge. Rot-Schwarz, Überholverbot, Rot-Schwarz, Feuerwanze, Rot-Schwarz, Nutella-Logo, Rot-Schwarz. Na gut. Das wär's gewesen. Schade. In der ersten Runde konnten noch keine Pünktchen gesammelt werden. Deshalb bin ich jetzt mal gespannt, wie es in Runde Nummer 2 aussieht. Hier geht es jetzt nicht mehr darum, die 4 Begriffe zu verbinden, sondern zu sagen, was ist der 4. Begriff? Runde 2 liegt uns ja besonders gut, deswegen glaube ich, können wir da jetzt noch mal einige Punkte sammeln. Dann würden wir mal anfangen mit deutsches Einhandfingeralphabet R. Das hat ja gerade auch gut geklappt. Das R. Textfrage. Wie lautet der 4. Begriff? Los geht's, Exo. Ja, Exo, Endo, ESO, Gedöns, aber was, sowas. Nächster bitte. Thermo. Also Exo heißt ja außen irgendwas, ne? Thermo hat was mit Temperatur zu tun. Dann nehmen wir einen noch. Meso. Warte mal, Meso heißt Mitte.
Außen warm, Mitte. Exo. Term, Thermotherm, Mesotherm. Das sind alles Wörter mit U am Ende. Mhm. So. Aber Mesopotamien, Thermopotamien. Das sind alles Potamien. Ich möchte lösen und sage ESO. Die richtige Lösung wäre Strato. Wir haben hier die Erdatmosphären über der Troposphäre. Troposphäre ist quasi die allererste, also 0 bis 15 Kilometer, dann die Stratosphäre, Mesosphäre, Thermosphäre, Exosphäre. Und Strato wäre besucht gewesen. Stratosphäre 15 bis 50 Kilometer Höhe. So, machen wir schnell weiter, um ein Pünktchen zu sammeln. Ja. Dann machen wir weiter mit deutsches Einhandfingeralphabet X. Das X. Dann wollen wir doch mal gucken, wie du diese Frage hier findest. Wie lautet der vierte Begriff? Los geht's mit Ungarn und Sepp. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht der gängigste Name oder so. Ungarn, Sepp. Kommt da irgendjemand her, der Sepp heißt? Nächster? Irgendwelche Sportler? Niederlande, Helmut. Den nächsten direkt. Argentinien, Franz. Sind wir bei Fußball irgendwie? Franz Beckenbauer. Vielleicht so Deutsche, die andere Nationalmannschaften. Gab es da nicht so diesen Griechenland-Typen, der dann gewonnen hat? Der Hagedorf. Gott, wie hieß der denn? Hagebauer. Halbrich. Hottel irgendwie. Dr. Hottel. Irgendwas spukt da. Wir möchten lösen und wir sagen Griechenland, Komma. Dr. Hottel. Dr. Hockel aus dem Hagebau. Es wäre. Kannst du denn die Thematik hier so ein bisschen herleiten? Ich dachte, es sind vielleicht Länder sind. Deutsche Trainer, die andere Nationalmannschaften trainiert haben, in der Reihenfolge. Und da gab es Griechenland, glaube ich, mal mit irgend so einem Dr. Wimbel oder irgendwie sowas. Es geht hier um die genau viermal, wo Deutschland die WM gewonnen hat. Und zwar im WM-Finale gegen diese Länder, die du da siehst. Und das wäre 1954, 74, 90 und 2014 wäre es Kombination aus Argentinien und Yogi gewesen. Da hat Deutschland im Finale gegen Argentinien gespielt und gewonnen. Das heißt, wir sehen hier immer die Verlierer. Die Trainernamen, okay. Mhm. Genau. Verlierer der WM-Finalspiele gegen Deutschland und wer das deutsche Team da so. Okay. Gut, ich bin ja eigentlich der im Team, der sich um die Fußballfragen kümmert. Das ist natürlich jetzt besonders ärgerlich. Aber da stand ich auf dem Schlauch. Da habe ich gesucht nach diesem Griechenland-Typen. Mhm. Gut. Weiter geht's. Was darf es sein? Dann nehmen wir deutsches Einhandfingeralphabet E. Komm, nehmen wir es weg. Das E. Was zeigt das vierte Bild? Los geht's. Ist das die Hauptstadt von Jemen oder was? Oder okay, nächstes ja. Bitte. Das weißt du doch. Oh, es könnte das Earl Grey sein oder schwarzer Tee. Allgemein, nächster. Sind das Flughafen? Sydney, Kanada. Und Prozent, man kennt's. Ich weiß nicht, was das ist. Sind das Aktien? Oder sind das so Hexer? Boah, Leute.
Was gibt's denn an Tee? Schwarzer Tee, Twinings, Earl Grey, Oolong. Und eine Antwort? Gunpowder. Ich würde sagen, das Bild von einer Goldstatue, gegossen aus reinem Gold, vor dem saudi-arabischen Palast in Dakar. Eine Goldstatue von mir. Ja, das ist richtig. Und ein Punkt für dich. Also auf dem ersten Bild sehen wir die Hauptstadt von Jemen, das ist Sana'a. Im zweiten Bild T. Auf dem dritten Bild ASCII-Code. Das ist der American Standard Code for Information Interchange. 7-Bit-Zeichencode. Hilft dir das weiter? Immer mit den gleichen zwei Buchstaben oder so? Aber was ist denn das? Was soll denn das vierte sein? Beispielsweise ein Zoo. Wir haben immer Begriffe, die auf einen Doppelvokal enden. AA, Sana'a, T, EE, ASCII, II und dann Zoo oder Tattoo oder irgendwas, was mit zwei O's endet. Wäre das nächste in der Reihe gewesen. Ja, nun. Sana'a. Ja, als ich in Jemen war, da gab es noch eine andere Hauptstadt, deswegen wusste ich das jetzt nicht. Na gut. Dann machen wir weiter mit deutsches Einhandfingeralphabet S. Okay, Textfrage. Ja, Text. Wie lautet der vierte Begriff? Los geht's. Gardinenelch. Was war das denn nochmal? Nächster, was war denn nochmal? Nasenbär. Ah, ich komme nicht drauf. Und was war das nochmal? Nächster. Kreuzparker. Ja, Gardinenelch, das war irgendwas. Ich weiß Stimmt. leider nicht mehr, was es ist. War das irgendwas, was falsch übersetzt wurde oder sowas? Gardinen, oder war das so ein Dingo-Ding oder sowas? Mit Gardinen, du Gardinen. Die Punkte davor. Vorstell immer noch ein Ding. Nasenbär, das war doch. Ist das jetzt eine Referenz auf eine andere Folge? Weil da hatten wir auch diesen Nasenbär. Oder der ist du Nasenbär, war. Du Kreuzparker. Du Gardinenelch. Ja, ja, ja. Das ist irgendwas. Das, so viel kann ich dir sagen. Da sind wir uns sehr sicher, da sind wir uns alle sehr sicher, dass das irgendwas ist. Aber wir wissen leider nicht ganz genau. Und wenn es irgendwas genau, ist, was ist dann meistens die Antwort? Ja, ja, ja. Ja, das Faire werden dann du Tümpelratte. Ja, fast. Ja, ich weiß leider nicht mehr genau, was es ist. Ja. Das sind die Titel der bisherigen Sag's doch halt verfolgen auf YouTube. Angefangen hat es mit Sag's doch einfach Florentin, dann die nächste Folge ist Sag's doch einfach du Kreuzparker, Sag's doch einfach du Nasenbär, Sag's doch einfach du Gardinenelch. Immer mit Wörtern aus der jeweiligen Folge. Ja. Gespickt. Mhm. Huiuiuiui. Aber wir sind überhaupt nicht beunruhigt. Das ist alles noch im. Das ist alles noch im bei unserer Erwartung. Gut, dann machen wir weiter mit deutsches Einhandfingeralphabet Q. Das Q. Q ist eine Bilderfrage. Ich möchte wissen, was ist das vierte Bild? Let's go. Zack. Quappo! Oder Quapuzzi. Ah, die sind immer schwer zu unterscheiden. Nächstes bitte. Och Gott, was war das denn? Antonidas oder Muschas? Nee, mit denen machen wir ja den Fantasy Talk. Sind das Wasserstein-Pokémon? Aber was ist dann die Reihenfolge? Nächstes bitte.
Ist das irgendein Trainer, der die hat? Misty hat einen Starmie. Das sind alles Wasser-Pokémon. Könnte Wasserstein sein, ne? Könnte Wasserstein sein. Was ist denn das vierte Pokémon, das Wasserstein hat? Also klar, Aquana natürlich, ne? Aber gibt es noch so ein originär Wasserding, was das hat? Lamus, glaube ich nicht. Dann würden wir sagen, lösen und ich sage Aquana. Als die vier Pokémon, die den Wasserstein zur Weiterentwicklung brauchen. Guck mal, da ist doch der Pokémon-Experte am Start. Da sind wir doch. Sehr gut. Du hattest eine Pokédex-Nummer. Aber du hast natürlich direkt erkannt, die vier brauchen einen Wasserstein, um sich quasi in diese Form entwickeln zu können. Sehr gut. Austos wäre das zweite. Austos, ah ja, ja, genau. Sehr gut. Ja, jetzt habe ich hier überhaupt nichts, um deine Punkte zu notieren. Ach was? Hier haben wir gar nichts geöffnet. War ja noch nicht nötig. So, das A zum Abschluss. Zack. Wie lautet der vierte Begriff? Los geht's. Konrad Adenauer. Sind das die fucking Kanzler, wo ich... Ach Gott, nächster. Ach, Ludwig. Ach nee, Ludwig. Ja, Konrad Adenauer, Ludwig Erhard. Okay, komm, dann gib mir den nächsten auch noch. Und dann, Kurt. Ja, Kurt Engelbert, Engelhard. Und dann kommt Angela Merkel. Dann, ja. Willibald Eisenstein, Kasimir Ofniwow. Oh Mann, ey. Ich möchte lösen und sag Willi. Das ist vollkommen richtig. Willy Brandt, du hast es richtig gesagt. Das sind die Vornamen. Deutscher Bundeskanzler, chronologisch geordnet. Es ging los mit Konrad Adenauer, du hast es richtig gesagt. Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger wäre es dann gewesen und Willy Brandt dann bis 1974. Da darf ich mir doch wohl noch ein Pünktchen notieren, oder was? Ja, gerne. Nehmen wir. Nee, zwei Punkte gibt es doch, oder nicht? Ach, würde ich aber auch sagen. Dann hast du ja sogar... Steht da zumindest. Vier Punkte. Mensch, das verdoppelt sich ja hier sekündlich. Vier Pünktchen. Sehr gut. So. Dann sind wir natürlich jetzt sehr gespannt. Denn wir kommen zur gefürchteten Wand. 4x4 Begriffe gehören zusammen. Es gibt auch Begriffe, die in mehr als nur eine Gruppe passen, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen. Aber im Endeffekt gibt es nur eine perfekte Lösung, welche vier Gruppen da zusammengehören. Und wir werden mal schauen, wie Florentin sich in 3 Minuten schlägt und ob er da ein paar Paare findet. Es geht los. So, Pide. Da bin ich bei Brot. Baguette, Pumpernickel. Ist Matze nicht auch so ein Knecke-Zeug? Ich sag mal, Pide, Pumpernickel, Baguette, Matze. Miep. So, dann haben wir Brillant-Expertchen Chapati. Ich kenne Ciabatta-Brot. Okay, wir probieren nochmal Pide, Chapati, Pumpernickel, Baguette. Okay. Gibt's nicht so ein Brot, auf dem Matze steht? Bin ich komplett dumm? Was könnte noch ein Brot sein? April-Scherz, Pumpernickel, Markise, Branden, Frei, Brillant-Experten. Chapati, Texas. Texas Horn Offen. Also wir haben auf jeden Fall schon mal
zwei Konsonanten. Ich würde sagen Kissen, offen, Baguette, brillant. Als immer zwei Konsonanten. Branden. Experten. Ist es wirklich kein Brot? Expertenbrot, Kissen, Brandenburg, Freiburg, Hornburg. Warte mal. Brandenhorn, frei. Dann nehme ich mal Branden, Horn, frei und offen. Richtig. April-Scherze. April-Scherze sind brillant. Am 1. April an irgendein Datum gebunden. Wo ist denn noch ein Brot? Hat April-Scherze was mit Brot zu tun? Baguette. Oder ist es der... Pide ist auch Brot auf jeden Fall. Oder ist es ein Red Herring? Texas-Kissen. Kissen. Brillant. A Baguette. Chapati. Marquise. Sind das französische Sachen? Marquise, Baguette. 20 Sekunden. Kissenbrot? April-Scherze. Wird da Brot gebacken, gebrochen? Und Zeit ist vorbei. Du hast aber auf jeden Fall eine Gruppe gefunden. Das sind schon mal zwei Punkte. Und du kannst jetzt, wenn ich auflöse, wie das alles zusammengehört, auch noch mal jeweils zwei Punkte bekommen, wenn du mir die Verbindung nennst. Auflösung. Du hast leider immer Baguette mit dazu getan. Ja, ich war mir leider unsicher, ob Matze, weil das ist, ich hab das vor Augen, aber dann dachte ich mir, nee, das bilde ich mir ein, aber okay. Dann sind Pide, Chap, oh ja. Branden, frei, Horn, offen, hast du richtig gesagt, da kann man Burg anhängen, dann gibt es Orte. Pide, Chapati, Pumpernickel und Matze. Ja, dann ist das das Brot. Ich war bei Matze raus. Ich war mir nicht sicher, ob Matze wirklich Brot ist oder nicht. Das hätte zu gut zu anderen Sachen gepasst, aber ja. Das ist die Brotgruppe. Bringt dir zwei Punkte. Dann haben wir Baguette, Brillant, Marquise, Kissen. Was Französisches oder so? Brillant. Dinge, die aus dem, Worte, die aus dem Französischen kommen, sowas. Das wären Schliffarten von Diamanten gewesen. Natürlich Kissenburg und Baguette als Red Herrings mit drin in der Gruppe. Ein bisschen fies. Und dann haben wir noch die letzte Kissenburg? Gruppe. Kissenburg? Ach so, die Burg aus Kissen. Okay. Und dann noch die letzte Gruppe. Texas, Experten, aufgeblasen und April-Scherze. Boah, das sind Filme von Helge Schneider. Ah, das wären Folgen aus der ersten Staffel von SpongeBob gewesen. Und wir gehen damit jetzt in die letzte Runde. Das ist das Konsonantenchaos. Ihr kennt das Spiel, du kennst es auch. Wir fangen an mit deutschen Biermarken. Bist du bereit? Ja. Los geht's. Radeberger. Richtig. Augustiner. Richtig. Astra. Richtig. Oettinger. Sehr gut. Ja, Fußball und Biermarken, das ist meine Folge, da bin ich zu Hause. Das sind doch schon mal vier leckere Pünktchen.
Weiter geht's mit der Kategorie bedeutende Mathematiker. Bist du bereit? Ja. Los geht's. Sind das nur die Nachnamen? Nee, Vor- und Nachname. Vor- und Antwort. Passe. Leonhard Euler. Euklid? Ja. Leonardo Fibonacci. Sehr gut. Blaise Pascal. Sehr gut. Das sind doch schon mal wieder drei Pünktchen. Zack. Leonhard Euler. Weiter geht's. Synonyme für fliegen. Los geht's. Entlassen werden. Richtig. Insekten? Mhm. Rasen? Nein, Reisen. Querbinder? Richtig. Okay. Querbinder, die Fliege, die sich bindet. Und Reisen wäre es gewesen. Reisen. Gut, ich dachte, wenn man rast, dann fliegt man ja auch schnell. Ist auch schnell. Ja, sehr gut. Nächste Kategorie. Edelgase. Mhm. So, das ist doch was für dich, glaube ich. Los geht's. Argon. Richtig. Neon. Richtig. Xenon. Richtig. Radon. Da wusste ich doch. Mit Edelgasen bist du doch zu Hause. Edlen Dingen, da kenne ich mich aus. Da bin ich zu Hause. So, dann haben wir noch eine letzte Kategorie im Konsonantenchaos. Hexen. Wie ist so deine Hexenkenntnis? Mittel, würde ich sagen. Mittel, ausbaufähig okay. Auf jeden Fall. Dann sind wir mal gespannt. Es geht los. Let's go. Maleficent. Baby York. Ich weiß es nicht, passe. Baba Yaga. Zum Beispiel aus russischen Märchen. Glinda. Mhm. Zauber von Oz. Minerva McGonagall. Sehr gut, RIP. Das sind ja auch wieder drei Pünktchen. Yaga, das heißt, das ist eine Hexe, okay. Baba Yaga. So, dann hast du hier 17. Dann bist du insgesamt doch bei 27 Punkten gelandet, wenn ich das mal so richtig rechne. Ich habe aber nicht mehr im Kopf, wie viel du davor hattest, aber es kommt mir so vor, als wäre das bisher ein Höchststand gewesen. Ah, ja, gut, das freut uns natürlich. Jedes Mal ein bisschen mehr. Ja, das hat dir doch wieder Spaß gemacht, oder? Ja. Welche Frage erinnerst du dich jetzt zurück? Die Passwörter finde ich immer noch sehr gemein. Vor allem, dass immer ein anderes Wort stand. Sicherer, schwerer, stärker. Das ist wirklich hart.
Aber gut, natürlich ich als Passwort-Freak hätte da eigentlich drauf kommen müssen, aber schwierig, ne? Ja. Da stand jetzt natürlich dein Passwort auch direkt da. Ja, tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen im Nachhinein. Weiß nicht, ob man das nochmal... Ja, wir sagen jetzt nicht, welches von den vier. Die 2 Kilo M&M nutze ich halt schon seit vielen Jahren. Aber gut, muss ich jetzt kurz noch ein bisschen was ändern. Dankeschön an alle, die Fragen eingesandt haben aus der Community. Hier waren diesmal jetzt auch ein paar Fragen dabei aus den Originalfolgen von Only Connect, die abgeändert wurden auf die deutsche Version. Also wenn im Englischen da zum Beispiel andere Passwörter standen, dann so ins Deutsche, was könnte man im Deutschen da machen oder so ähnlich in die Richtung. Also falls ihr Blut geleckt habt bei diesen schweren Fragen, dann schaut doch mal in Only Connect herein. Da ist allerdings alles auf Englisch und nochmal doppelt und dreifach so schwierig, sagen wir mal so. Also Flotin und ich gucken das zusammen und da freut man sich über einen einzigen Punkt in der ganzen Folge. Ja, das stimmt. Ja, vielen Dank an alle, die Fragen eingeschickt haben. Ja, danke euch. Dass du wieder mitgemacht hast, Martin. Ich bin sehr froh, dass du dir... Ja, nicht wirklich eine Wahl. Jetzt hör auf! Ja, gerne. Er machte sie freiwillig. Das möchte ich jetzt nochmal betonen, weil ich immer Ärger kriege. Warum wird er denn immer so gequält? Er hat immer große Lust und fragt jede Woche, wann geht's denn endlich weiter? Mit sag's doch einfach, ich würde es gern noch einmal sagen, einfach. So, dankeschön fürs Zugucken an alle da draußen. Bis zum nächsten Mal. Schreibt gerne euer Ergebnis mal in die Kommentare und wie ihr in der ersten Runde abgeschnitten habt. Dankeschön, Florentin, und bis bald. Ciao. Tschüss.